Hallo und herzlich willkommen zu meinem Apfelwanne-Strick-Podcast. So, ich habe es jetzt nicht geschafft, regelmäßig aufzunehmen. Es war ja wahrscheinlich absehbar. Ich habe es versucht wöchentlich, aber es klappt nicht. Also letztendlich denke ich, werde ich jetzt immer so aufnehmen, wie es gerade klappt. Ich muss gerade mal gucken, wie das jetzt... Doch, aber ich glaube, so die Entfernung ist gut, ne? Ja. So, bei mir soll es jetzt in der nächsten Stunde um ein bisschen was Strickiges gehen. Um neue Sachen, die ich fertiggestellt habe, um ein Release und um mein Booklet, das endlich fertig ist. Und ich stelle ein bisschen Wolle vor. Ein Buch stelle ich wieder nicht vor, weil es wieder sehr spontan ist, dass ich hier heute aufnehme. Ich werde auch frühestens in 2 Wochen wieder aufnehmen, weil nächste Woche ist das Bloggertreff bei Adi, da bin ich auch. Und dann denke ich mal, werde ich dann in 2 Wochen ein paar Bücher vorstellen. Das heißt, ich habe dann ganz viel gestrickt. Man muss immer ein Gleichgewicht haben, ne? Genau, und dann wird es heute eine Verlosung geben, die ungefähr 2 Wochen laufen wird. Die habe ich ja versprochen. Das zeige ich euch dann gleich alles. So, wir fangen mal an. Also, ach so, für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Inga, ne? Ich bin 40. Ich bin Strickdesignerin während der Elternzeit. Hauptberuflich bin ich im öffentlichen Dienst tätig. Ich habe 3 Kinder, eine Katze, einen Freund, Lebensgefährten, Partner, Verlobten. Man kann es nennen, wie man möchte. Verheiratet sind wir noch nicht. Aber ja. Leben seit Jahren zusammen und haben auch die 3 Kinder zusammen, genau. Und ja, wir leben im Norden Schleswig-Holsteins in Lübeck, ganz dicht an Dänemark dran, sehr praktisch. Ich liebe Dänemark. Ja, so, jetzt fangen wir an. Genug Geplapper. Muss ich nochmal gucken, weil der Tag ist eh schon halb rum. Ich habe noch nichts geschafft, weil ich musste jetzt noch ein Geschenk kaufen, weil meine Große ist nämlich heute zum Kindergeburtstag und ich habe das letzte Woche nicht geschafft, ein Geschenk zu besorgen. Und die machen ja alle erst um 9:30 auf die Läden und ja, hat sich alles ein bisschen gezogen. Aber jetzt bin ich soweit. Dann habe ich gedacht, kann ich auch mal wieder einen Podcast aufnehmen. Es liegt hier eine Fliege rum, die nervt mich ein bisschen, aber egal. So, wir fangen mal an mit dem, was ich heute trage. Das ist mein Corn-Tee. Das nicht so sitzt, wie das Design eigentlich sitzen soll, was aber an der Wolle liegt. So, aber ich mag es trotzdem sehr und ich wusste auch, dass das so fallen wird. Es ist was ganz Leichtes. Denn das Corn-Tee, das ist ja seit Sonntag, also gestern online. Könnt ihr die Anleitung erwerben. Eigentlich zieht das Böhnchen sich hier so ein bisschen enger an den Körper, wenn man es so strickt. Man kann es natürlich auch so locker lassen. Und dann fällt das hier so ein bisschen drüber. Das ist hier jetzt nicht so. Hier ist das Muster, ne? Mit den kurzen Ärmeln. Ne, es ist hier auch so ein großes Loch drunter, aber man kann sich die Ärmel auch verlängern, wenn man möchte, aber ich mag das so. Ich habe auch eine Dreiviertelarme-Version. Die mache ich auch sehr. So. Und dieses Exemplar habe ich gestrickt aus der BC-Garn Tuscher-Tweed. So. Und da ist es nämlich so, ich konnte das Garn leider nicht als Alternative mit reinnehmen, weil ich kam nicht auf die Maschenprobe. Ich habe beim Corn-Tee eine Maschenprobe von 24 Maschen auf 32 Reihen für 10 mal 10 cm. Und hier komme ich auf, was waren das? Ich glaube 18 oder 19 Maschen. Ja, man sieht, das ist auch so ein bisschen grober. Na, aber ich finde den Look sehr cool, so sehr rustikal. Das Tweetige sieht man halt auch. Es ist 100% Seide. Und es ist wirklich leicht. Also es lässt sich toll verstricken. Es ist wirklich so ein ganz, ganz leichtes Shirt. Ich habe das eine Weite schmaler gestrickt, weil ich wusste, es wird eben weiter. Und es fällt eben auch ganz anders, als das Tee eigentlich fallen soll. Aber man kann sich das ja eh stricken, wie man möchte, ne? Also grundsätzlich soll das Tee auf der Hüfte halt ein bisschen enger sitzen, damit das Tee der Rest vom Körper drüber fallen kann. So ein bisschen so ganz locker fluffig. Ich habe es für mich aber untenrum auch bei den anderen beiden ein bisschen weiter gestrickt. Wer meine Podcast bisher gesehen hat, weiß ja, wie die sitzen. Da habe ich die ja angehabt. Wenn man so ganz schlank ist, dann kann man das auch wirklich richtig schön eng stricken. Und dann fällt es halt so drüber. Das sieht nochmal ganz, sieht auch richtig toll aus. Und wenn man mehr hat, kann man das natürlich auch machen. Das muss man halt immer gucken, wie man sich wohlfühlt, ne? Und ich habe da so ein Zwischending gemacht. Ich habe das halt nicht richtig eng gestrickt, aber eben auch nicht so, dass es halt in A-Linie fällt, sondern schon irgendwo sich anzieht an den Körper. Aber eben locker. Und das hängt natürlich auch immer von der Wolle ab. So. Eigentlich empfohlenes Garn für die Anleitung ist die Yerbo Lama Silk von Edna. Kann ich mal. Habe ich jetzt das andere? Das habe ich ja letzte Woche angehabt. Das ist aus der Lama Silk in Eggshell White, das Corn-Tee. Ups. Ja, das ist dieses hier. Das hat die 3/4 Ärmel.
Das mag ich auch sehr. Da kann ich euch getragen auch noch mal ein Bild einblenden. Und von diesem hier weiß ich nicht, kann ich auch ein Bild einblenden, aber ich habe es ja gerade an. Ist ja dann wurscht, ne? So, genau. Die Anleitung ist seit gestern in meinem Shop und bei Reverie erhältlich. Und ihr bekommt noch bis 31.08. 25% auf die Anleitung. Oh, ich muss schon hier schwer aus dem Atem hier, weil ich wieder so schnell rede. Und in meinem Shop ist das schon runtergerechnet und bei Reverie müsstet ihr den Code Conti eingeben und dann werden die 25% abgezogen. Genau, bis 31.08. Ja, da freue ich mich sehr. Dann läuft ja jetzt auch gerade der Aufruf für den Re-Slipover Mini. Ich weiß nicht, wer das schon gesehen hat bei Instagram. Da habe ich jetzt ja endlich die Anleitung geschrieben. Das ist ja so meine Premiere, was die Konstruktion angeht, aber das Ding macht so Spaß. Genau, da kommen wir auch gleich zu meinen fertigen Objekten. Da kann ich euch leider nicht alle zeigen. Also den ersten Ries-Slipover vom Wikinger kennt ihr ja schon. Den zweiten hattet ihr, ich weiß nicht, ob ihr den schon fertig gesehen habt, den grünen aus der Double Sunday von Sandnes Garn. Da blende ich euch sonst auch hier nochmal ein Bild ein, weil den hat er nämlich heute an, den kann ich euch leider nicht zeigen. So, dann hattet ihr das letzte Mal aber gesehen auf den Nadeln, den fürs Äppchen. Das ist der hier. Und hinten halt, ne? Hier ist halt die Schulterlinie, ne? Dann werden da die Maschen aufgenommen. Dann hier das Riesmuster, ne? Das mag ich ja sehr, das macht auch echt Spaß. Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Und die Dinger sind so schnell fertig. Das ist jetzt eine Weite, ich meine 4, Weite 4, Länge 100. 1016 meine ich, genau. Ja, da kann ich euch auch noch mal ein Tragebild einblenden, wie sie das anhat. Genau, und das habe ich gestrickt aus der Langjans Merino 120. Ich habe da eine Maschenprobe von 22 Maschen und 32 Reihen auch auf 10 cm. Und ja, oh, ich liebe die Dinger, ne? Und wie gesagt, der Wikinger, der trägt die Dinger rauf und runter. Morgens lang am Body an oder lang am Shirt, aber meistens lang am Body. Slipover drüber und braucht keine Jacke, geht so hin, ne? Ist halt echt super. Und wenn es wärmer ist, sieht man halt den Slipover aus. Ja, und fürs Äffchen fand ich das halt auch total toll, auch so zum Kleid, richtig schön. Genau, da haben wir dann auch schon Fotos gemacht. Ja, das ist der. Und der geht jetzt in den Teststrick. Also die Anleitung ist soweit fertig, die lief durchs Tech-Editing. Ich hoffe, dass die Leute da jetzt nicht mehr so viel finden an Fehlern. Also die Zahlen haben soweit gestimmt. Genau, da werde ich heute meinen, ich weiß gar nicht, bis wann ich den Teststrick laufen habe, aber da werde ich heute die Teststricker schon mal aussuchen, dass, und ne, gucken, dass ich jede Größe so ein bisschen besetzt habe. Die ganz kleinen Filme noch. Also die meisten haben sich tatsächlich für die größte Größe beworben. Die kleinen Filme, glaube ich, noch ein paar, aber da muss ich mal gucken. Wird schon irgendwie gehen. Mal sehen. Genau, das gucke ich dann nachher mal durch. Da kriegen dann alle Bescheid und da bin ich ganz gespannt, was ihr nachher zu der Anleitung sagt, wenn die fertig ist. Und weil der mir so viel Spaß macht, habe ich dann auch gleich einen für mein Zieglein angestrickt, weil ich auch ganz viele Fragen gekriegt habe, ob es eben auch für größere den Slipover geben wird. Ja, weil viele, die waren jetzt halt traurig, dass es halt nur für die Kleinen erstmal war und meinten, würden sie auch gerne für die Großen stricken. Und ja, dann habe ich halt die Größe für das Zieglein mal getestet. Das ist jetzt Brustumfang, Fertigmaß, ich glaube 65 cm, ich weiß das gar nicht genau, muss ich auch noch mal gucken. Da habe ich mich wieder ganz schlecht vorbereitet. Längenmaß 134, 140. Und das ist aus der Sandnes Garn Double Sunday Farbe Marzipan. Und auch hinten dann, ja, wieder hier so das. Finde ich auch richtig toll. Und für den wird es aber eine Maschenprobe von 20 Maschen sein, also ein bisschen grober. Das Teil ist ja auch größer, ne? Kann man ein bisschen grobere Maschenprobe nehmen. Und ich finde den halt ganz toll, auch zum Kleid und so. Und das Zieglein hat sich da einen Leinstoff ausgesucht. Da muss ich noch einen Rock nähen. Diesen hat sie sich ausgesucht. Und den dazu, ich glaube, das wird richtig toll aussehen. Ich bin nur noch nicht zum Nähen gekommen. So an die Nähmaschine komme ich momentan leider nicht so oft. Ja, ist so, ne? Aber ich will den auf jeden Fall noch fertig machen und dann machen wir da auch nochmal Fotos. Ich habe das jetzt gestern am Zieglein auch schon fotografiert. Auch da kann ich euch ein Foto einblenden. Ich habe ja Fotos, ne? Ich habe ja Fotos ohne Ende. Ich knipse ja meine Kinder überall, wo wir gerade sind und dann speichere ich das alles. Allerdings sind die Fotos noch nicht so toll geworden, weil das Outfit jetzt nicht so abgestimmt war. Das war erstmal nur drüber geworfen und komm, ich möchte mal gucken, wie es getragen aussieht. Und da ich nämlich das Äffchen und den Wikinger fotografiert hatte, habe ich von ihr halt auch gleich ein paar mitgemacht. Ja,
schauen wir mal. Aber den finde ich halt auch total toll. Und da wird es auch jetzt einen Teststrick geben. Ich muss da den Verbrauch nochmal ausrechnen. Also ich habe auch für die Kids-Version die Anleitung schon soweit fertig. Ich habe auch die Größen gradiert. Ich will das aber nochmal einmal alles nachrechnen, also nochmal abchecken so. Und da muss ich den Verbrauch dann noch ausrechnen. Und dann wird das Ding auch in den Teststrick gehen. Das wird auch fast parallel, denke ich, zur Mini-Version laufen, weil ich da halt auch ganz andere Leute habe, die das testen. Und die warten eben schon. Und da habe ich gedacht, naja gut, dann machst du das jetzt auch schnell fertig. Ne? Ist ja nicht so. Kann man ja mal schnell fertig machen. So. Naja, genau. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Auf den freue ich mich auch schon. Ja, das waren so meine fertigen Sachen. Es ist gar nicht so viel diesmal. Aber ich wollte mich jetzt, wie gesagt, da der Tag eh schon halb rum war, habe ich gesagt, kann ich auch einen Podcast aufnehmen. Und wie gesagt, weil der Slipover eben so einen Spaß macht, habe ich auch schon den nächsten auf den Nadeln. Ich war ja zum Stricktreff jetzt am Samstag wieder bei Anne von Strick mit Keks. Und da hatte ich ja Wolle bestellt, extra für den Slipover, weil ihre Wolle für den Mini-Slipover eben auch das empfohlene Garn ist. Ne? Das ist nämlich die. Ups. Jetzt habe ich mal schon verloren. Das ist nämlich die Merino Yak, die Kay. Aus ihrem Shop. Ich finde die so toll, weil die hatte ich ja, daraus habe ich ja den ersten gestrickt. Na, vom Wikinger, den in grün. So, und jetzt habe ich mir eben nochmal zwei Farben bei ihr bestellt gehabt. Das sind diese beiden. Die will ich aber nicht zusammen verstricken. Die würden zusammen super passen, habe ich festgestellt. Aber ich werde sie tatsächlich einzeln verstricken. Und was habe ich mein Projekt? Doch, da habe ich mein Projektbuch. Ja, Mensch. Da habe ich nämlich die Etikette da im anderen drin, ne? Da. Genau, das ist nämlich, das sind 212 Meter auf 100 Gramm. Und das sind 60% Merino Superwash, 20% Seide und 20% Yak. Und das ist echt so ein tolles Garn. Und das glänzt halt auch so schön. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ne? Doch. Das Maschenbild gefällt mir unheimlich gut. Und es hat eben auch so einen leichten Glanz. Das Muster kommt total schön raus, finde ich. Ja, und das habe ich Samstagmorgen angefangen. Samstag und gestern habe ich daran gar nicht gestrickt. Gestern habe ich nur an was zeige ich euch gleich, an was anderem gestrickt und an den Strickmustern, die ich ja immer noch nicht fertig habe fürs Buch, aber fast. Genau, aber das habe ich wirklich nur Samstag gestrickt. Ne? Morgens beim Stricktreff angefangen und abends dann noch ein bisschen weiter gestrickt. Da sieht man mal wieder, wie schnell die fertig sind. Ne? Und das wird auch für einen Wikinger. Ne? So. Und die zweite Farbe weiß ich noch nicht, ob die auch für den Wikinger wird oder fürs Äffchen dann. Ich mal gucken. Ja, mal schauen. Ich finde die auf jeden Fall sehr schön. Genau, und den habe ich jetzt auf den Nadeln. Den denke ich mal gucken, ob ich den diese Woche fertig kriege. Aber das eilt ja eigentlich nicht. Der Teststrick geht ja gerade erst los. Da schauen wir mal. Genau, und das ist das empfohlene Garn. Da habe ich Anna auch ein bisschen mit ins Boot geholt. Die wird da nämlich den Teststrickern entsprechenden Rabatt geben, falls sie das Garn eben verwenden möchten für den Teststrick. Und dann bin ich da schwach geworden und habe mir noch ein Garn gekauft. Weil das Äffchen wünscht sich ja immer so eine Regenbogenmütze. Ne? Und ich habe nicht direkt, ich habe die ganze Zeit immer jetzt so nach einem Garn gesucht, das passen würde, das mir eben auch gefällt, wo so ein bisschen Regenbogen drin ist. Ich habe aber nichts gefunden. Ne? Oder wenn war das zu dünn, dann waren das immer Sockengarn, das finde ich dann auch blöd. So, und dieses ist ein Garn, das gucke ich bei Anne jedes Mal an, wenn ich da bin. Da hat sie ganz viel von. Und ich finde das immer so toll und das juckt immer so in den Fingern. Da denke ich, oh, irgendwie müsstest du daraus was stricken, aber ich wusste immer nicht was. Und jetzt schoss mir ein Mensch. Das Äffchen wollte doch eine Regenbogenmütze. So, und jetzt habe ich mir nämlich mal das Konfetti einmal mitgenommen. Das ist eigentlich so ein ganz normales Natur, also so Natur, aber hier sind so Regenbogenspeckles drin. Und das finde ich total cool. Also es ist halt Konfetti, ne? Aber es sind Regenbogenfarben. So. Und dann habe ich das dem Äffchen gezeigt und die fand das total toll. Ja. Und da sollte ein Strang auch reichen, ne? Weil das sind 200 Meter auf 100 Gramm. Das ist ein Decay Weight. Und das sind 100% Alpaka. So. Das ist auch echt weich. Und das ist halt, hat so diese Perl, ist das Perlverzwendung? Heißt das so? Ein bisschen perlig, ne? Ja. Und da würde ich dem Äffchen nämlich eine Mütze draus stricken. So. Genau. Das war das. Genau, Teststrick. Ich muss einmal ganz kurz gucken. Ich weiß jetzt gar nicht, bis wann habe ich denn den Teststrick laufen. Moment.
Kann ich ja direkt mal kurz gucken. Der Aufruf läuft, aber ich wollte heute auf jeden Fall schon mal gucken. Bis zwei. Was haben wir denn heute? Achso, der Teststrick läuft bis 22. Ich wollte gerade sagen, bis 22.09. bewerben. Was habe ich denn da geschrieben? Nein, das meinte ich natürlich nicht. Bis 22.09. soll der Teststrick laufen, genau. Und bis heute, ja, bis heute kann man sich bewerben, so bei Instagram. Und ich werde dann nachher auch schon mal auf jeden Fall ein bisschen durchgucken und dann die Teststrickgruppe füllen. So, weiter geht's. Was haben wir hier noch? Work in Progress. Das war das. Und dann, ja, ich habe immer mal wieder weiter gestrickt jetzt an meinem Edler-Cardigan, heute Morgen auch und auch an dem Ries Genser Man. Aber das lohnt sich jetzt nicht zu zeigen, weil das sind halt immer so eine Stücke, die dazugekommen sind. Ne? Die muss ich ja nicht jedes Mal reinhalten. Also das geht auf jeden Fall weiter. So, und jetzt kommt so mein neuer Versuch für ein neues Design. Oh, da bin ich so ein bisschen am Verzweifeln. Das ist nämlich auch wieder eine Konstruktion, die mache ich das erste Mal. Ich habe ja die Filcolana. Na, ich bin in Kooperation mit Filcolana und möchte da gerne Sommerpullover draus machen. Und dafür habe ich die Filcolana Merci bekommen. Das sind diese. Ist ein ganz tolles Garn. Das ist. So sieht das aus. So. Und das ist 50% Superwash Merino und 50% Pima-Cotton. Das sind 200 Meter auf 50 Gramm. Das heißt, es ist ein Fingering Weight. Das ist auch empfohlen. Also 26 bis 28 Maschen bei Nadelstärke 2,5 bis 3. Ich stricke das auf 3,5er Nadeln und komme auf 24 Maschen. Und das ist auch ein Maschenbild, das mir gut gefällt. Es soll halt ein luftiger Pullover werden, auch ein leichter. Und wird eine ähnliche Konstruktion wie das Slipover. Ne? Ich habe jetzt angefangen, das Rückenteil zu stricken. So. Hier die Schulterzunahmen. Allerdings weiß ich nicht, ob mir die zu lang sind. Ich muss noch mal gucken. Ich habe das Ding schon 2 bis 3 Mal geribbelt. Weil ich mit den Maßen noch nicht so ganz. Ich gucke mir jetzt immer ganz viele andere Anleitungen an. Ich gucke mir meine Anleitung an und gucke, wie ich mit den Maßen am besten arbeiten kann, weil es soll ein leichter Pullover werden. Mit einem schönen Rundheitsausschnitt und mit überlappenden Schultern. Also so bis hier vielleicht, ne? Dass dann hier die Ärmel angesetzt werden. Und ja, ich weiß noch nicht, ob er ein bisschen cropped sein wird oder länger. Da bin ich noch unentschlossen. Oder ob es auch wieder einen Schlitz an der Seite gibt. Auf jeden Fall wird er zweifarbig. Es soll auch Streifen haben. Die Streifen, dafür lasse ich mir aber noch was einfallen, weil ich nicht normale Streifen haben möchte. Ich habe überlegt, ob ich ein Muster reinmache oder eventuell doch ein bisschen Colorwork mal probiere. Aber es wird, wenn ein. Also, es kann man nicht als Colorwork bezeichnen. Ne? Also, es wird was ganz, ganz Simples, was sogar ich vielleicht hinkriege. Ja, und wie gesagt, also ich bin da mit den Maßen noch ein bisschen am Experimentieren. Ich habe gestern, ja, ich hatte schon so ein Stück länger gestrickt. So, habe das alles wieder aufgeribbelt. Ich muss jetzt nochmal gucken, weil das Ding war einfach auf einmal viel zu lang. Da hätte das Armloch hier unten geendet. Und da habe ich gedacht, nee, das kommt ja auch irgendwie nicht hin. Ne? Ja, wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich so eine Konstruktion stricke. Und ja, aber ich habe halt, ich wollte kein Raglan machen, ich wollte halt gerne was anderes machen. Und ja, da gehört ein bisschen Zeit, muss man da so ein bisschen investieren. Ich kann euch mal die Maschenprobe zeigen, die ich da gestrickt habe, aber das sind Muster, die werde ich wahrscheinlich nicht nehmen. Ich habe hier so ein bisschen ausprobiert und geguckt, was kann man so im Farbwechsel machen. Aber das hat mich jetzt alles nicht so umgehauen, aber dadurch habe ich zumindest meine Maschenprobe gehabt. So. Und das alles wohnt in meiner Get Together Bag von Petit Knit. Die liebe ich ja. Über alles auch so das. Ich mag ja auch das Karo, ne? Und da drin habe ich natürlich auch hier die. Da sind so die ganzen Helferlein drin, ne? Ja, ohne die geht nichts. So. Ah, ich rausche hier heute durch. Ich muss einmal Schuh treten, Entschuldigung. Was ist los? Was ist los? Die Katze braucht ein paar Streicheleinheiten. Nicht beißen, nicht beißen. Na, du Zicke. Doch, kommt sie schon wieder. Kommt sie an, schnurrt, will gestreichelt werden. Und dann streichel ich sie und dann merkt man schon, da geht der Kopf nach hinten und dann, bam, dann kriegst du eine. Ne? Das ist, du bist eine Zicke, du. Ja, lieb dich trotzdem. So. So, was haben wir noch Neues? Ja, etwas, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, aber mein Booklet ist fertig. Rückseite.
Ich habe das ja zwischendurch immer mal wieder erzählt, ne? Dass ich mit WC-Garn, also Sugwool, zusammengearbeitet habe. Und ich habe für die 10 Designs gemacht. In diesem Booklet sind aber nur die Kinderdesigns, also 8 von den 10, die ich gemacht habe. Und das sollte dann halt für ein Booklet sein, für ein bestimmtes Garn. Und da ist es halt die Similar Gods vom WC-Garn, die ich halt komplett verarbeitet habe für dieses Booklet und für diese Designs, ne? Hab dann eben auch die Fotos gemacht und die haben jetzt eben mit meinen Fotos und mit meinen Anleitungen das Booklet gemacht und das macht mich so stolz. Es macht mich, ich bin so glücklich, ne? Das ist so schön. Ja, das ist so das Cover. Ich kann euch mal ein bisschen zeigen. So. Vorne sieht man dann einmal die Designs, die da drin sind. So. Ja, und dann hier einmal so das Äppchen in eben Kornkjole. Einmal so ein bisschen Info zu mir und meiner Kornblumen. So, dann ist hier ein bisschen Hinweise, bla bla. Und dann kommen hier die Kornblumen für die, also die Kornblumen Mini. Na, ist da so die Anleitung dann drin. Maßtabelle und da hat sie sich auch schöne Bilder von mir rausgesucht. Das einmal hier, ne? Da sieht man die zwei verschiedenen Abschlüsse, eben einmal Kordel oder eben einmal mit Knopf oder eben Bündchen und Rüsche. Kann ja beides machen. Hier nochmal so ein, ne, wo man die Rüschenärmel schön sieht, ist das Äffchen. Ja, hier nochmal der Unterteil, das Unterteil, der Unterteil, das Unterteil von Kornkjole. Geht dann die nächste Anleitung los. Und hier nochmal. Die Kornblume, ne? Die mag ich auch sehr. Ach, die müsste ich auch mal wieder stricken. Die finde ich auch so putzig. Ne? Gerade so für Babys finde ich die ja so total toll. Ja, auch nochmal. Da hatte ich dann ja, das ist sie von hinten. Das Äffchen so. Die hat auch mal Faxen gemacht. Mit dem Äffchen Bilder machen macht auch echt immer Spaß. Ja, hier das Pandeband, ne? Das Kornpandeband. Das geht ja einmal ganz einfach und dann einmal mit diesem Zwickelkorne. Und hier ist halt die einfache Version, ne? Beim Zicklein. Ganz schlicht. Das ist auch echt schnell gestrickt. Ist auch doppelfädig dann verstrickt. So, dann der Korngänser. Das ist auch ein Design, das bei mir irgendwie immer geht. Das ist die Rüschenversion hier. Das wurde gerne gekauft bei mir, beziehungsweise auch viel gestrickt. Das ist auch so die Mädchenversion, sag ich mal, mit Rüsche unten. Hier ist einmal die Bündchenversion. Sieht man jetzt hier nicht, da blende ich euch nochmal ein Foto ein vom Wikinger. Ich habe nochmal einen für den Wikinger gestrickt. Oh, den kann ich euch aber auch zeigen sogar. Dass man eben sieht, das ist nicht ein Design, das nur für Mädchen geht. Das geht eben auch super. Das geht eben auch ganz hervorragend für Jungs. Entschuldigung, Steffi, ich habe kein Mikro an. Ich besitze gar kein Mikro. Hatte Steffi neulich gesagt, sie mag das aber nicht, wenn die Leute weggehen und man hört die denn nicht mehr. Ich habe kein Mikro. Und da bin ich technisch auch zu blöd für. Wenn ich mir eins kaufen würde, ich glaube, ich würde damit gar nicht zurechtkommen. Ich war früher technisch so gut bewandert, aber das hat alles aufgehört, seitdem ich Kinder habe. So, genau. Hier ist einmal so, die Version ist auch aus der gestrickt aus der Similar Gods. Farbe Vanille. Und den habe ich halt für den Wikinger gestrickt. Ne? Also ganz normal mit Bündchen unten. Schmale Ärmel. Man könnte natürlich auch Puffärmelchen machen. Ich habe geschmale Ärmel. Genau. Das ist ja dann ein schönes Kornmuster. Ne? Das zieht sich ja durch das ganze Booklet durch. Oder eben das Ole-Muster, das ist so dieses Fischgrätenmuster. Genau, da blende ich euch aber sonst auch noch mal ein Bild ein. So, das ist der. Und dann kommt hier die Ole-Buchse, ne? So für Babys. Ich auch den Wikinger, ne? Den fotografiert drin. Ne? Hier sieht man das auch noch mal. Aber die Buchse noch mal von hier. Und da. Und hier ist der Ole Kufte, auch so die Mädchenversion mit den Puffärmeln. Aber das geht natürlich auch für Jungs. Die müsste ich eigentlich auch nochmal stricken für den Wikinger, weil der von ihm passt gar nicht mehr. Hier ist nochmal die ganze. Ja, auch so mit Rüsche unten. Und auch da ist eben wieder die Option schmale Ärmel oder und Bündchen, sodass es eben auch gut für Jungs geht. Das sieht man dann hier, ne? Das ist der Wikinger. Ach, noch so klein. Der ist ein paar Wochen alt erst. Und genau, da sieht man halt, geht auch gut für Jungs.
Babyjungs. Und dann kommen die Söckchen hier, die Ole Soccer Mini, nee, Baby, Ole Soccer Baby. Ne, mit diesem schönen Umschlag und dann dem Muster drauf. Das aus dem Cardigan. Das bringen sie auch nochmal. Ja, die sind das. Da auch nochmal angezogen. Ja, und hier hinten ist nochmal das Äppchen mit ihrem Ole-Kufte. Ja. Das ist nicht toll. Ach, ich finde das so schön. Ja, also da bin ich wirklich. Ach, das so auch so in den Händen zu halten, ne? So das Gedruckte. Was willst du jetzt hier? Hm? Willst du raus oder was? Ja, legt sich hier nicht mehr hin. Muss ich mal aufpassen, dass ich nicht über sie rüberroll. Diese Katzen, ne? Das ist, jetzt sitze ich hier und dann ist das wirklich so, denn, ne, die ganze Zeit immer an meinem Fuß, an meinem Bein und dann mit dem Gesicht und mit den Zehen, dann gehen ja immer so mit den Zehen da lang, das ist auch immer so herrlich. Aber bloß nicht zu viel kraulen, ne? Dann wird gehauen. So, ja, bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ich fange hier auch immer wieder an. Ne? Und das Booklet, das bekommt ihr online. Bei Sogol könnt ihr das bestellen. Ich glaube, das kostet 7,50 Euro. Und die Wolle bekommt ihr da natürlich auch direkt. Ich weiß gar nicht, ob die Strickkits zusammengestellt haben. Ich glaube schon. Ich glaube, die haben auch Strickkits zusammengestellt. Wenn ihr den Newsletter abonniert habt, dann solltet ihr hierüber auch schon die Info bekommen haben. Und da gibt es sogar die Möglichkeit, das Heft noch umsonst zu bekommen über den Newsletter. Glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das noch gilt. Ich glaube, bis 31.08. Ja. Aber auch nur begrenzt irgendwie. Auf jeden Fall, genau, bekommt ihr die Wolle bei Sowohl, ihr bekommt das Booklet bei Sowohl und eventuell auch bald bei verschiedenen Händlern. Ne? Die Händler, die eben auch BC-Garn anbieten, unter anderem die Similar Gods, kann natürlich sein, dass die das Booklet dann auch nochmal mitkaufen und dann eben an ihre Kunden weiterverkaufen. So, also, ne, wer da Bock drauf hat, ich habe mein eigenes Booklet. So, das wollte ich euch auf jeden Fall nochmal gezeigt haben. Dann bin ich eigentlich auch schon fast durch. Das Einzige, was ich euch nochmal zeigen wollte, ach so, beim Stricktreff, da hatte Anne mir nochmal ihr Tuch mitgegeben. Da muss ich jetzt nochmal gucken, wie das heißt. Das habe ich auch schon wieder vergessen. Ich kann mir nichts merken, ne? Ich muss mir echt alles aufschreiben. Das ist verrückt. So, das Tuch heißt Chalette. Das Strickrezept, das poste ich euch unten nochmal in die, also den Link zu der Anleitung poste ich euch nochmal unten in die Infobox. Das ist dieser hier, den habt ihr bei ihrem Podcast bestimmt auch schon gesehen, ne? Bei Strick mit Kick Anne. So. Ich bin ja modisch immer nicht so gut bewandert. Also sie hatte halt gefragt, ob ich das mal an den Kids fotografieren kann. Habe ich gemacht, aber ich stand da und ich wusste gar nicht, wie bindet man so ein Ding um. Ich so, ey, so shit. Ey, so, wie macht man das denn, ne? Ich so, mit diesen kleinen Schals und so. Ich bin da ja nicht so, also da bin ich modisch echt nicht so bewandert, ne? Und dann, ja, ich blende euch mal ein Bild ein. Ich habe es einmal dem Zieglein um den Hals gebunden, aber ich weiß nicht, ob das so gut aussieht, ob man das so bindet. Und dem Äffchen habe ich das einfach mal in die Haare gebunden. Ich zeige euch das mal. Also ich, wie gesagt, Bilder, 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 ganz viele Bilder. Und genau, und die, den Link zur Anleitung poste ich euch unten in die Infobox. So, und da möchte ich euch noch was zeigen. Das habe ich schon vor 2-3 Monaten von Langjans zugeschickt bekommen, weil ich das unbedingt haben wollte. Ich habe einen Termin bei denen ja gehabt auf der Messe, ne? Aber auf der H+H. Und da haben die mir die neuen Garne vorgestellt, unter anderem diese hier. Und in die, ach, die ist so toll, ne? Das ist die Lammwolle, also Lambswool. Die Farben sind ja auch genau meins. Da weiß meine Ansprechpartnerin echt ganz genau immer. Die weiß immer ganz genau, was ich mag. So, die hat sie mir schon mal zur Ansicht geschickt. Und ich habe das ausgepackt. Ich habe es halt nur noch nicht geschafft, weil ich halt immer so viel auf die Nadeln habe. Aber ich habe das genau gleich, oh, das wird eine gestreifte Mütze. Definitiv. Also, und die ist nämlich von der Maschenprobe und so ein bisschen auch so von der Weichheit und auch so von der Verzwirnung her. Und so ist sie fast genauso wie die Jack. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Dann habe ich nicht die Jack. So. Genau, ne? Das kann man hier nochmal. Das ist ja die Jack. Ne? Seht ihr das? Das ist die Lammwolle, das ist die Jack. Die ist nämlich von der sehr ähnlich. Und die Jack ist ja mein absoluter Favorit bei Langjans. Die finde ich richtig, richtig toll.
Da habe ich jetzt, wie gesagt, auch noch ein paar Farben hier. Und da will ich auch noch Mützen draus stricken. Ich war am Überlegen, ob ich da eine Perle-Lock Light draus mache. Bin ich aber noch ein bisschen unsicher. Ich würde natürlich auch gerne was Neues machen. Und deswegen, aber es wird definitiv was Gestreiftes. Weil ein Knäuel reicht auch nicht. Das sind, doch vielleicht, könnte knapp werden. 150 Meter auf 50 Gramm. Empfohlene Nadelstärke 4,5 bis 5. 20 Maschen und 27 Reihen auf 10 cm. Und das Geile ist natürlich, es ist zertifizierte Wolle, weil Lammwolle ist ja auch wieder, genau wie Mohair und Yak und Kaschmir, muss man ja mal aufpassen, woher bezieht man diese Wolle. Was machen die mit den Tieren und so, da versuche ich ja auch mal so ein bisschen drauf zu achten. Und hier sind halt, Langjans achtet da halt wirklich drauf, ne? Deswegen mag ich die auch so sehr. Und diverse Zertifikate, wo man dann weiß, okay, das Garn kann ich verstricken, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dass die Lämmer da misshandelt werden oder so, ne? Und die Farben sehr toll. Also da werde ich jetzt mich mal ransetzen, wenn ich so das Buch fertig habe und sowas. Wenn ich da alles soweit durch habe, werde ich mir mal was einfallen lassen. So, genau. Apropos Buch. Die Zeit habe ich jetzt wieder. Naja. Ich bin fast fertig, aber noch nicht ganz. Also das ist hier so mein Stapel. Das sind aber erst 43 Muster. Also mir fehlen noch 7. Alex ist schon fertig mit ihren 60, die musste ja 60 machen sogar, ich muss ja nur 50. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich nebenbei auch noch so viel hatte, das ist alles nicht so, ja. Das ist Nummer 44. Kann man das gut erkennen, ich hoffe. Das gefällt mir auch sehr gut. Das will ich heute noch fertig stricken. Ich habe allerdings sogar 53 Muster geschrieben. Ich muss mal gucken, ich werde sie alle mal stricken und dann muss ich mal gucken, welche das darf man dann ins Buch schaffen. So, und dann kann ich euch hier ja auch mal ein paar Lieblinge zeigen. Ich habe euch ja schon einiges gezeigt, ne? Wie gesagt, das wird bei mir teilweise ganz schlicht sein. Mit solchen Strukturmustern. Es wird aber auch ein bisschen Zöpfe geben. Solche, und ich habe aber noch andere Zöpfe natürlich. So, solche Strukturmuster mag ich ja auch sehr. So was ganz Simples halt, ne? Oder hier auch ganz simpel. Weniger ist manchmal mehr, denke ich dann immer, ne? Miau. So, was haben wir hier noch? Das finde ich auch ganz cool. Das mag ich auch sehr. Ich arbeite halt auch mal gerne mit Perlenmuster und sowas. Oh, das finde ich auch toll. Und es sind, wie gesagt, Muster, die gibt es teilweise schon. Ich habe sie aber immer irgendwie abgeändert, ne? Also von daher schon irgendwie versucht, was Eigenes draus zu machen. Aber neu erfinden ist halt schwierig. Das mag ich auch. Ich mag sie natürlich alle, aber man hat immer so... So ein paar Favoriten hat man ja doch immer, ne? Oh, das ist auch schön. Ja, so man merkt, am Anfang habe ich noch ein bisschen schwer getan, aber jetzt so am Ende... Ach, die werden immer schöner, die Muster. Oder so. Total gut. Schwupp, wir tun ihn noch kurz. Das geht auch hier. Ne? So was. Ja, also wie gesagt, das sind so was noch. Also es sind einige dabei, wo ich echt denke, so ja, da kann ich mir selber auch einige Designs, also selber eigene Designs daraus vorstellen. Ups. Hups, hups. Aber das war so das Nummer 2. Da ist wieder Perlmuster. Wie gesagt, ich arbeite gerne mit Perlmuster, mache dann immer noch gerne was anderes dazwischen. Und das sieht dann trotzdem irgendwie immer ganz anders aus, ist aber trotzdem total leicht zu stricken. Und hat halt immer Abwechslung, das finde ich dann halt gut, ne? Ja. Und
Genau, da werde ich mich jetzt ransetzen, dass ich diese Woche die Muster alle fertig kriege. Dann muss ich sie nochmal alle durchprüfen, bevor ich sie verschicke. Und dann kann ich das nämlich erstmal abhaken. Dann ist so eine Deadline weg. Das ist total gut. Und dann kann ich mich so auf andere Sachen konzentrieren. Da freue ich mich dann auch total drüber. Das ist wieder so ein bisschen Entspannung, ne? Und genau, so. Und dann, genau, geht es jetzt nochmal zur Verlosung. Na, ich habe überlegt, ich lasse das mal nächste Woche Freitag, also nicht diese, sondern die Woche drauf, Freitag, fahre ich ja nach Altena zu Adi und bin erst Samstagabend irgendwann wieder da. Das heißt, nächste Woche wird es dann keinen Podcast geben. Die Woche darauf werde ich dann einen Podcast drehen und die Verlosung wird bis 14. laufen. Und ich habe, genau, weil wir die 3000 Follower geknackt haben, habe ich mir überlegt, okay, da möchte ich gerne was Cooles verlosen und ich habe die Firma Mood an Bord geholt. Und es gibt zu gewinnen die Vegas XL und die finde ich so toll. Die ist für mich nämlich perfekt. Ich habe ja ganz viel von Mood, ihr wisst das ja, ich liebe das ja. Und die Vegas, das ist halt keine Bauchtasche, ne? Sondern man trägt die halt so, ne? Auf dem Rücken. Oder man kann sie auch so ein bisschen vorm Bauch tragen, so. Oder eben auch wie eine Handtasche so an der Seite, ne? So, und was ich bei der Vegas XL eben super finde, ist, gerade wenn ich jetzt so die Mädels und Karl, den Wikinger, Entschuldigung, Namen genannt. Also wenn ich die Mädels und den Wikinger abhole, so aus Schule, Kita, Tagesmutter oder auch morgens hinbringe, da brauche ich nur mein Handy, mein Portemonnaie und einen Schlüssel, so. Und dann will ich nicht immer so eine mega Handtasche mitschleppen. Und da ist die halt echt perfekt, weil ich habe halt auch nicht immer unbedingt eine Jacke an. Ich habe nicht immer unbedingt Hosentaschen und weiß aber nicht, wohin mit dem ganzen Kram. Und manchmal muss man warten. Schlüssel muss irgendwo hin, Handy muss irgendwo hin, Portemonnaie brauche ich auch. Mag ich auch nicht im Auto lassen. So. Und dann ist die natürlich perfekt, weil da passt das alles rein. Und da passt eben auch noch super ein Sockenprojekt rein oder so. Ja? Das heißt, man kann sich für unterwegs immer noch so ein kleines Projekt hier mit reinpacken, wenn man irgendwo warten muss. Man hat die Hände frei. Man kann auch hier raus stricken, ne? Wenn ich mir die so vom Bauch mache, ne? Dann mache ich sie mir hier auf, so, und dann habe ich hier so mein Strickprojekt drinne und kann dann trotzdem unterwegs im Gehen sogar stricken. So, und sie hat drinne hier noch eine Tasche, so für Schlüssel oder sowas. Ich habe jetzt hier nur Portemonnaie drin, Sonnenbrille, alles Wichtige, ne? Schnuller. So, und dann sind hier vorne noch so zwei Fächer. So, da sind noch so, kann man das sehen, was da so alles drinne ist. So rum. Zack. So, also hier sind noch so zwei Sonnefächer drin. Hier hinten ist halt noch Reißverschluss. Dann ist hier vorne noch eine Reißverschlusstasche da kann man halt auch Handy oder irgendwas Kleines reinpacken. Und hier hinten ist halt auch noch eine Reißverschlusstasche. Ist auch recht groß, geht bis unten. Man kann sich die Länge verstellen natürlich, ne? Ist halt komplett aus Leder. Man kann sie als Project Bag benutzen, man kann sie auch einfach als Sling Bag benutzen. So. Also ich nutze sie momentan tatsächlich als Handtasche für unterwegs und packe mir zwischendurch noch ein kleines Sockenprojekt oder so mit rein. Wenn ich das Gefühl habe, ich fahre jetzt zu so früh los, dann habe ich noch 10 Minuten Zeit. Und dann kann ich da noch was stricken, ne? Und nimmt nicht so viel Platz weg. Meine Große, die sitzt ja momentan immer vorne und die beschwert sich. Ich hatte ja vorher immer so eine große von Fjällsraven, so eine große Tasche, die man auch als Rucksack nutzen kann. Aber die ist mir halt zu groß für die drei Sachen, die ich brauche immer. Und die stand dann halt beim Autofahren immer am Fußraum und meine Große wusste immer nicht, wohin mit ihren Füßen und die war völlig genervt wegen dieser Tasche. Das hat mich immer schon so aggressiv gemacht, weil sie meine Tasche getreten hat. Denn ich mag das überhaupt nicht, wenn die dann so dreckig wird von den Schuhen und so, ne? So, und jetzt diese Tasche, die nimmt sie dann, dann sagt sie, Mama, gib mir die auf den Schoß. Oh, ich bin so froh, dass du deine große Tasche nicht dabei hast, sagt sie immer. Jetzt aber sie so glücklich, dass sie so, die nimmt sie dann auch auf den Schoß, das stört sie dann nicht, ne? Ja, also, die könnt ihr gewinnen in entweder so in Whisky, so wie ich sie habe, oder in Schwarz. Das könnt ihr euch aussuchen. Und um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, kommentiert bitte unter diesem Beitrag, ob ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen möchtet und welche Farbe ihr haben wollen würdet. Und dann läuft also ich werde am 14., was muss ich muss schon wieder hier auf mein Handy gucken, Entschuldigung. 14. müsste übernächster Donnerstag sein, meine ich. Das ist, genau, nächste Woche nehme ich dann nicht auf und am 14., das ist Donnerstag, da werde ich dann. Nee, bis 13. lassen wir laufen. Am Donnerstag möchte ich das dann verkünden, da werde ich einen Podcast aufnehmen.
Und bis 13. wird das Gewinnspiel laufen. Ich schreibe euch das aber unten auch nochmal in die Infobox. Das Gewinnspiel steht nicht in Verbindung mit Facebook, Instagram oder YouTube. Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein. Der Gewinn ist nicht in bar auszahlbar. Bitte Versand innerhalb der EU, würde ich sagen. Weil das wird direkt vom Mut verschickt. Ne? Also ich habe die zweite Tasche nicht hier, sondern ich gebe das dann am Mut weiter und die schicken das dann an den Gewinner. Das heißt, ihr müsst dann natürlich auch bereit dazu sein, mir eure Adresse, euren Namen und eure Telefonnummer, also die Handynummer zu geben, weil das braucht Mut für den Versand. Ne? Und dann schicken die das direkt an euch raus. Ja, genau. Und noch irgendwas? Nee, ich glaube. Ich glaube, jetzt habe ich alles. Ich bin jetzt heute auch so durchgerauscht, ne? Mal wieder. Das ist ja auch. Ich überschlage mich aber im Reden immer. Aber wie gesagt, die könnt ihr gewinnen. Und ja, wünsche ich euch viel Glück bei dem Gewinnspiel. Und genau, Bedingungen habe ich euch gesagt. Nee, ich glaube, mehr habe ich auch nicht. Mehr habe ich auch nicht zu zeigen. Nee, ich bin durch. Ansonsten beim nächsten Mal. So. Ja, dann, ach so, ich packe euch jetzt nochmal das Unboxing von dem Adi-Paket hinten an das Video ran. Das habe ich letztes Mal vergessen und dann wollte ich das separat hochladen. Habe ich auch vergessen. Es ist jetzt kein professionelles Video. Ich habe jetzt einfach nur gefilmt, was in diesem Paket von Adi drin war, das ich vor einigen Wochen bekommen habe. Da waren halt einige Stricknadeln drin und von den Unicorns, das Crazy Trio und sowas. Und genau, das Unboxing, das zeige ich euch nochmal. Das hänge ich hinten an das Video dran. Und ja, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und wir sehen uns dann in 2 Wochen. Und ich werde mal gucken, ob ich beim Adi-Treffen ein bisschen filme auch oder Fotos mache, dass ich euch da auch ein bisschen was zeigen kann. Aber ich kann es nicht versprechen, weil sowas vergesse ich oft. Wenn ich reizüberflutet bin, ich vergesse das. Na, also von daher, ja, sehen wir uns in 2 Wochen. Bis dann. So, hier ist einmal das Paket angekommen von Adi. Ich zeige euch jetzt mal, was da drin ist. Ja, das sind einmal Karte, da steht noch eine Nachricht für mich drauf. Dann so ein süßer Maschenmarkierer. Das ist auch mal ganz putzig. Unser Nadelmaß, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Wobei, das ist Progress Keeper, glaube ich auch. Beides Maschenmarkierer, Progress Keeper. Weiß man nicht, ne? Muss man mal gucken. So, da schreiben. Die Dinger finde ich auch mal sehr geil. Die waren bei meinem letzten Paket auch dabei. Das sind so Post-its. Die finde ich halt super praktisch. Die mache ich mir gerne in Bücher rein oder so, wenn ich da was gut finde. Oder eben, ich hatte jetzt zum Beispiel auch, das ist hier mein alter Block, da hatte ich hier so meine To-Do-Liste jetzt nochmal drauf fürs Release. So, dann haben wir hier noch einmal die Info für die App. Also wer sie noch nicht kennt, ne? Die Adi-App. Steht nochmal alles so drauf. Da kommt ihr aber auch über die Seite von Adi direkt hin. Es ist sehr praktisch. Ne? Hier steht dann eben die ganzen Zugänge, die ihr halt in der App habt. Ne? Da sind Anleitungen drin, Tipps, Tricks, alles. Also alles, was hier drauf steht, auch. So, finde ich halt auch ganz cool. So, dann hatte ich einmal angefordert. Das finde ich halt, die möchte ich gerne mal testen. Ist das Trio mit den etwas längeren Holznadeln. Die finde ich halt, sowas möchte ich ganz gerne für die Ärmel, für meine erwachsenen Sachen haben. Ne? Also ich habe die normalen, die kurzen, mit der kleineren Nadelstärke nehme ich halt auch, habe ich jetzt zum Beispiel auch für die Beine genommen, für die Wikingerbuchse oder jetzt für die Cardigans oder so für einen Wikinger halt. Dafür ist das super cool. Mal gucken, wie wir jetzt mal schon mal reingucken. Und ich möchte das halt auch ganz gerne, ja, die sind richtig schön. Guck mal. Das ist cool. Ja, und das ist jetzt Nadelstärke 4. Das heißt, da kann ich. Ich habe ja jetzt auch meinen Ettler-Cardigan auf den Nadeln. Das heißt, die Ärmel kann ich dann richtig cool mit denen stricken. Das freut mich ja. Das ist ja richtig cool. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich die Ärmel damit stricken lassen. Die, ich kann mal gucken, die Nadelspitzen. Die sind auch schön spitz. Ja, richtig cool. Also da freue ich mich drauf. Schon mal zur Seite. So, was haben wir hier noch? Hier die heiß begehrten Unicorns. Die haben sie mir auch schon gezeigt auf der Messe, auf der H+H. Das ist die Nadelstärke 3. Da bin ich mal gespannt. Da kann man ja theoretisch auch Socken mitstricken oder eben entsprechend dann auch wieder so Kinderkleidung, ne? Die Ärmel und Beinchen, beziehungsweise eventuell auch bei Erwachsenen. So, ich weiß jetzt gar nicht, wie lang die sind. Das muss ich nochmal gucken. Ich werde nicht alles auspacken hier. Genau, und die wollte ich einmal testen. Ich habe in meinem Podcast eben ja auch gesagt, wenn ich eben aufgenommen habe, dass mir die normalen Adi Classics zu stumpf sind.
Aber sie haben ja auch die Lace, ne? Die Classic Lace. Und die sind, merke ich hier auch schon, die sind ein Ticken spitzer. Da bin ich auch sehr gespannt. Das hat sie mir da geschickt, Nadelstärke 4 auch. Ach, das ist gut. Momentan stricke ich sehr gerne mit Nadelstärke 4. Also von daher ist das eine ganz coole Sache. So, und dann, genau, wollte ich natürlich auch einmal die Nadelspitzen testen, weil es ist irgendwie doch immer noch ein Unterschied, ob man die normalen festen Rundstricknadeln hat oder die Nadelspitzen oder eben auch die Trios. Ich weiß nicht warum, aber hier zum Beispiel wird die Spitze nicht, die wirkt ein bisschen stumpfer als. Ach, Rundstricknadel habe ich jetzt gar nicht von denen. Also, okay, nur die Nadelspitzen-Rundstricknadel hat sie mir jetzt gar nicht reingepackt. Macht aber nichts. Kann ich das hiermit auch testen? Nadelstärken hat sie mir jetzt, welche ist das? Einmal die 5. Ich kann mal gucken. Ich kann es nicht lesen. Oh, ich bin schon wieder blind hier, ne? Durch die Tüte durch. Was ist denn das? Und 3,5. Und die Dinger, ne? Die finde ich auch immer grandios. Das ist jetzt so ein großer. Den großen kannte ich tatsächlich noch nicht. Ich habe sonst immer die, die kleinen davon. Und die sind halt super gut, wenn man gerade Sachen zur Seite schmeißen muss oder so, damit das, die Maschen nicht von den Nadeln rutschen. Und, ups, jetzt kommt mir alles aus der Tüte raus, Moment. Ne, also sehr cool. Ach, das gibt es ja auch in groß, das ist ja richtig gut. Und auf die habe ich mich besonders gefreut hier, die Häkelnadeln. Die finde ich so, ups, so wunderhübsch. Und ich häkel ja gerne bei den Kindersachen. Ach, siehst du, da brauche ich, muss mir sonst doch nochmal eine 3,5er bestellen und eine 3er. Da muss ich noch mal gucken. Aber die hier sind auf jeden Fall schon mal gut, um das zu testen, weil genau, ich mache ja gerne so I-Cords, also häkle ich ja gerne bei den Kindersachen und stricke ich, aber ich häkle sie eben auch. Oder ich mache gerne Häkelkanten, ne? So an Mützen oder auch an Kleidern, um das einfach noch mal so ein bisschen verspielter zu gestalten. Und habe sonst die normalen Holz. Häkelnadeln, aber die sind nicht ganz so robust. Die sind ja auch sehr dünn. Und die hier fand ich jetzt einfach ganz cool, weil die so ein bisschen dicker sind und die Metallspitze haben, aber trotzdem man Holz in der Hand hat. Von daher muss ich mal gucken, auf die bin ich gespannt. Und darauf habe ich mich gefreut. Ne? Das Case. Die absolute Neuheit, ne, von Adi. Da bin ich echt gespannt. Guckt euch das mal an. Da soll nämlich dann alles reinpassen. Man soll es alles, man kann es nämlich alles auseinandernehmen und auch zusammen als Tasche haben. Das heißt, man kann, wenn man nun ein Teil davon braucht, ein Part, kann man das praktisch raustrennen mit einem Klettverschluss und sich einpacken in die Projekttasche und mitnehmen. Oder eben man hat alles drin. So, ne? Das finde ich halt sehr cool. Also da bin ich sehr gespannt, das zu testen. Ja, und natürlich ganz wichtig, der neue Katalog. Wobei, den habe ich schon, den habe ich mir auf der H+H mitgenommen. Ja, auch. Was ist denn alles drin, ne? Was Adi so hat. Ups, sind alle Sachen drin. Genau. Ups, jetzt geht das hier wieder raus. Ja, das ist praktisch alles, was ich jetzt so bekommen habe von Adi. Das werdet ihr in den Stories demnächst alles noch so ein bisschen sehen, was ich denn damit mache oder wenn ich das entsprechend auf den Nadeln habe. Als nächstes werde ich die testen. Ding, 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 ding. Da bin ich echt gespannt.